Dass Beatrice Egli 2021 das Schweizer Matterhorn bestieg, ist kein Geheimnis. Stolz präsentierte die Sängerin seither Aufnahmen der Bergbesteigung. Jetzt kommt allerdings heraus, dass Beatrice wahnsinniges Glück hatte, den Tag überlebt zu haben. Im Studio 3 berichtet sie im Interview von ihren Erfahrungen und erzählt, dass vor allem der Abstieg vom Berg sehr gefährlich wurde. Nicht nur der schmelzende Schnee machte jeden Schritt zu einer Gefahr. Du denkst, du hast es geschafft, du bist oben, bist schon müde, hast schon viel mentale und emotionale Kraft gebraucht und lässt so ein bisschen los, so Beatrice. Sie selbst musste das am eigenen Leib erfahren. Zweimal hat meine Bergführerin mich so gehalten, wo ich dachte, jetzt hat sie echt mein Leben gerettet. Ich bin ausgerutscht auf dem Schnee. Zum Glück war ihre Bergführerin zur Stelle und konnte sie vor dem Absturz retten. Beatrice möchte den Menschen klar machen, dass eine Matterhornbesteigung kein leichtes Unterfangen ist, auf das man sich gut vorbereiten muss. Sie selbst hat ein Dreivierteljahr intensives Krafttraining betrieben.